Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Enemy. Und ja, ihr seht, ich habe nochmal neu angefangen im Spiel. Ich hatte nämlich vergessen zu speichern. Und ja, das war dann leider weg, aber schon in Ordnung. Ich habe jetzt mal den Adventurer genommen. Und jetzt läuft auch endlich mal das. Ups. Jetzt läuft auch endlich mal das Tutorial, aber das kenne ich halt schon. Deswegen mache ich das jetzt mal weg. Braucht kein Mensch. Ich habe jetzt einen Bogen dabei. So ein bisschen linkmäßig. Moment, nee, stimmt nicht, der hier. Aber, oh, der hat eine Crossbow dabei. Naja, okay, der hat eine Crossbow, der hat einen Bogen. Und was hast du, Kollege? Der hat gar nichts. Ach, das ist die Prinzessin, alles klar. Na gut, dann versuchen wir die Prinzessin mal zu schützen, beziehungsweise ihr vielleicht auch mal eine Waffe zu besorgen. Bringt ja nichts, wenn die ohne alles rumläuft. Frage ist, wo gehen wir hin? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich würde, glaube ich, gerne mal in die nächste Stadt gehen. Deswegen mache ich mich doch mal auf den Weg nach hier unten. Die Prinzessin schicken wir vor, ohne Waffe. Wird schon schief gehen. Und unseren Bogenschützen direkt hinterher. Das mit dem schwarzen Schatten, das gefällt mir irgendwie noch nicht so gut. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, dass man da so wenig sieht im Schatten. Ich glaube, ich weiß aber gar nicht, ob man das anders einstellen kann. Muss ich vielleicht mal gucken. Ich habe aber Angst, Escape zu drücken. Nicht, dass das am Ende irgendwie noch abschmiert oder so. So, die Prinzessin schicke ich jetzt mal nicht mehr so weit vor. Und I see an archer. Ach, da hinten, okay. Dann versuche ich jetzt mal wegzuknallen, aber ach Mist, der ist in keiner guten Schusslinie. Nee, das geht nicht. Moment, das ist Jump. Nee, ich will. Komm, wir jumpen einfach mal da hoch. Nee, geht auch nicht. Na gut, dann lauf doch einfach mal da hoch, bitte. Kannst du jetzt noch schießen? Nein. Kannst du nicht. Daher, dass das ja eine Interruption war, müssen wir jetzt erstmal kurz warten. Prinzessin halten wir mal im Hintergrund. Ja, ich weiß, dass du ein Archer siehst. Trotzdem muss ich erstmal meinen Pandur 1 Scheiße in Position bringen. Ich habe mich schon wieder verdrückt. Alter, wo rennst du denn hin? Jetzt versuche ich dich aber mal zu kriegen. Fast. Aber da hat schon wieder keine Zeit. Na gut. Boah, war das knapp. Ich krieg dich. Und Kopfschuss. Mehr als ein Schuss geht aber nicht. Und er zielt immer noch auf meinen Hauptcharakter. Na gut, mit meiner Prinzessin kann ich jetzt nichts machen. Die stelle ich aber mal hier hinter ein Bäumchen. Und Daedalus schießt nochmal. Zack, Kopfschuss. Und schon können wir uns an seinem Loot gütlich tun. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mal die Prinzessin ausrüsten. Was? Du hast schon wieder keine Zeit. Lüge. Du bist doch nur ein paar Meterchen gelaufen. So, den nimm mal auf, den Bogen. Das braucht wahrscheinlich auch wieder zu viel Zeit. Ach Mist, die kann den eh nicht benutzen. Die hat nicht genug Range-Wert. Das ist natürlich blöd. Loote den hier mal bitte. Ach, schon wieder nicht genug Zeit.
Also die Funktion, eine Funktion, dass man außerhalb des Kampfes einfach rumlaufen kann, das fehlt mir gerade so ein bisschen, aber nun ja, passiert. Was hat denn der so dabei? Der hat ein Shirt, aber so richtig Rüstung bringt das jetzt auch nicht, deswegen lasse ich das jetzt mal, nehme ich das nicht mit. Und ich würde sagen, was? Werden von Feinden verfolgt? Das glaube ich aber nicht. Oh, doch, verdammt. Ah, der ist ja direkt bei uns. Wo kommst denn du her? Hätte ich mich mal umdrehen sollen. Ich glaube, der hat ein Kettenhemd an oder sowas. Scheiße, und da ist der da los. Schon tot. Fuck. Okay, die Prinzessin muss es richten, wollte ich gerade sagen. Wird aber wohl nix. Ich liebe dich. Bitte töte mich nicht. Ich bin deine Prinzessin. Ja. Das ging dann jetzt aber doch ein bisschen schneller. So, ich gebe jetzt einfach mal meinen eigenen Namen. Mir fallen nämlich langsam keine Namen mehr ein. Moment, nein, Mädchen will ich nicht spielen. Komm, wir machen mal einen rothaarischen Burschen. Und nehmen jetzt doch mal den Action-Typ. Bombe nehmen wir mal mit. Und zweimal Mind. Ja, das kennen wir alles schon. Böser Zyklop, Insel und so weiter und so fort. Und wo starten wir? Da oben rechts. Da haben wir wieder Daedalus. Und Enoch, der hat einen Dreizack dabei. Alles klar. Der geht mal raus, Jungs. Und da ist schon der erste Ninja-Gegner. Macht mal den Weg frei für euren Schützen. Oder eigentlich haben wir ja zwei Schützen. Ja, komm, nerv nicht. Fang dir lieber mal eine Kugel. Ach Mist, wir haben nur eine blöde Pistole. Na gut. Dann muss es wohl der Bogenschütze richten. Oder auch nicht. Wenn ich mit der 4 drücke. Was macht denn die 4? Fire at point. Ah, das geht aber nicht. Da braucht man ziemlich viel Punkte für. Ich hoffe, dass ich jetzt mal über den ersten Bereich hinauskomme. Alter, kann der weit laufen? Boah! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was zur Hölle? Wie weit konnte der denn laufen? Das finde ich jetzt aber nicht schön. Dann machen wir gerade noch mal. So, und jetzt gehen wir mal alles, fast alles auf Range drauf. Ich muss den treffen. Gut, das Spiel ist jetzt natürlich wieder ein anderes. Also die Welt generiert sich ja immer neu. Aber wenn wir den jetzt noch mal sehen. Jetzt haben wir immerhin einen Ninja dabei und einen Typ mit einer AK. Läuft. Dann schicke ich mal den als erstes mit der AK raus. Erstmal umschauen. Sieht doch alles soweit ganz in Ordnung aus. Boah, da muss ich mich jetzt auch immer noch gegen irgendwelche Richtungen sichern. Na gut, dann müssen wir das halt machen, ne? Wo will ich denn hin? Ich würde halt ganz gerne mal in die nächste Stadt, die ist rechts von uns. So, Ninja schicken wir vor. Da ist eine Wand. Was ist das für eine Wand? Boah, das Spiel ist so bockschwer, Leute, ey. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Anwalt. Bist du ein Anwalt? Warte mal. Ich geh mal. Alter! Bist du Neo oder was?
Der kann aber nicht wirklich gut schießen auf die Entfernung mit seiner Pistole. Na gut, ich kann aber mit meinem Gewehr auch nicht schießen. So, Junge, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich habe dir immerhin einige Punkte gegeben. Feuer! Das war nix. Das war auch nix. Oh, und jetzt kommt schon wieder so ein behinderter Ninja. Boah, jetzt wird's aber hier eng gleich. Ja, ja. Solange der mich nicht trifft, ist ja alles in Ordnung. Boah, denn der hat eine ziemlich hohe Interruption. Das ist ja auch ein Skillpoint. Der hat halt viel Geld aufgespart für die Interruption. Scheiße, jetzt komme ich aber nicht mehr hin, weil mein Mind komplett im Arsch ist. Na gut, dann muss der jetzt sitzen. Und der am besten auch. Gut. Oh, schöner Schuss. Der muss am besten auch drauf gehen. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Hoffentlich kann ich da noch schießen. Ja. Scheiße. Oh mein Gott, der wirft Molly und wir sind alle tot. Okay, der hat es verkackt mit dem Werfen. Ah, der darf aber nochmal. Nein, der ist gut. Und da ist meine Hauptschar natürlich schon wieder komplett im Arsch. Alter, jetzt legt der aber los mit dem Gewehr. Und die haben beide gerade ziemlich fett Angst. Also der noch nicht so schlimm, aber der hier hat gerade ultra Angst. Den muss ich unbedingt aus dem Feuer rausholen. Scheiße, und jetzt ist sein Hirn komplett gefickt, wie man so schön sagt. Und er rennt wieder wie so ein Hühnchen rum. Der erholt sich gerade langsam. Wobei, so schlimm ist das bei dem noch gar nicht. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe nicht. Okay, gerade hat anscheinend irgendjemand auf mich geschossen oder sonst irgendwas. Ich hoffe nicht, dass gerade irgendwie das Spiel einen Aussetzer hatte. Und mein Ninja wird, glaube ich, auch drauf gehen. Ich glaube, ich muss einfach mehr aufpassen beim Zocken. Bisschen taktischer vorgehen. Ah, der arme Kollege kommt hier jetzt erstmal nicht raus. Ich kann momentan nichts machen, Leute. Und jetzt ist er down. Oder? Naja, brennt tut er sowieso schon. Ach, und endlich kann ich wieder was tun. Wo ist denn der andere Kollege? Ich möchte eigentlich gar nicht mal so weit gehen. Was macht das hier? Ich ziele jetzt mal einfach in die Richtung. Oh, und der andere ist tot. Jupp. Und warte jetzt einfach mal auf den Gegner. Der muss ja irgendwann mal zu mir kommen. Wenn nicht, sneak ich mich so ein bisschen ran. So nach und nach. Ach, da ist schon einer. Komm, den kriegst du doch, oder? Ja, ja, komm. Du kannst da... Toll, und jetzt... hat er wieder Angst, wie blöd. Oh, das nervt ein bisschen. Ich hoffe, dass man irgendwo den Schwierigkeitsgrad mal runterstellen kann. Ich würde gerne mal spielen. Muss er sich mental erstmal wieder erholen. So, das geht. Krass, ey. Also der Typ geht mir langsam ein bisschen auf den Sack da unten. Geht doch, danke. Ein Schüsschen noch. Nein, klappt nicht.
So, die machen jetzt anscheinend irgendwie nichts mehr. Komm, einen triffst du doch mal. Ich glaube, ich gehe mal näher ran. Nur ein Stückchen. Kann der Kerl werfen? Nein, kann er nicht. Sonst hätte ich mir jetzt so einen Molly genommen, so einen Molotow-Cocktail. Was? Du bist out of ammo. Und wie lade ich nach? Ah, okay, einfach reinziehen. Hat jetzt allerdings auch wieder Zeit gekostet, wo ich nichts machen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Typ da unten einfach keine Muni mehr hat. Ich will ihn mal kurz looten. Hat er irgendwas dabei? Der hat immerhin das dabei und das dabei. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und ich gehe jetzt nochmal ein Stück näher ran. Die machen nichts mehr. Ich schätze mal, dass der keine Muni da unten mehr hat. So, weg damit. Und jetzt ist er auf einmal verschwunden. Ach nee, der ist er ja noch. Wollte gerade sagen, der ist auf einmal verschwunden. Na, das war nix. Scheiße. Das war auch nix. Na gut, looten wir den mal. Der hat aber nichts dabei. Außer ein Messer. Nehme ich aber trotzdem mal mit. Kann man ja vielleicht irgendwann noch für einen anderen Charakter gebrauchen. Geht doch. One enemy remains. Okay. Man kann also anscheinend eine ganze Gegend clearen. Ja, der hatte keine Muni mehr. Was hast du noch dabei? Schlagstock hast du noch dabei. Und was war mit dir so? I hear footsteps. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich einer von hinten. Moment, ich level erstmal kurz auf. Der kriegt jetzt noch einen Range. Ich frag mich, wo die Footsteps herkamen. Da nichts dabei. Oh, ich gehe mal zu meinen alten Kumpanen. Okay, von da kommt jemand. Wurde, glaube ich, zumindest gerade angezeigt. Da war so ein komischer... Ja, so ein komischer Pfeil. So, das hier nehmen wir mal mit. Eine Pistole noch. Boah, passt. Ja. Jetzt frage ich mich, wo ist der Typ, der hier angeblich kommt? Hier zeigt ein Pfeil auf mich. Will ich jetzt mal vermuten, dass von da jemand kommt? Oder von wo? Ich laufe jetzt auf jeden Fall einfach mal weg. Weiter rüber. Und ja, mal schauen. Vielleicht kommt dann noch jemand, vielleicht auch nicht. Das werden wir wohl nächste Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.